Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir befinden uns gerade hier auf der alten Version von der Xbox, denn es kam heute ein neues Update raus. Und da sind einige Features rausgekommen von der neuesten Version von Minecraft. Ich zeige euch heute in diesem Video die aktuellsten und eigentlich wichtigsten Ereignisse, die jetzt durch dieses Update reingekommen sind. Dieses Update zählt eigentlich nur für die PS4-Spieler wie für die Xbox-Spieler, die natürlich alles noch auf CD haben. Für die Xbox-Spieler, die natürlich das Spiel sich gedownloadet haben, sollten nochmal in den Store reingucken, denn da gibt es die neueste Version auch umsonst. So, aber kommen wir jetzt erstmal zu den neuesten Features, und zwar fangen wir bei den Pferden an. Die Pferden wurden von der Textur jetzt geändert. Bei der neuesten Version haben sie die auch schon vor einigen Tagen geändert, aber hier wurden sie jetzt auch reingemacht und sehen jetzt von der Schnauze und vom Hals ein bisschen größer aus. Dazu kam jetzt auch noch, dass man jetzt, sag ich mal, auf den Pferden eine Lederrüstung machen kann. Denn es gab ja eigentlich nur Eisen, Dier und Goldrüstung, und jetzt kann man auch eine Lederrüstung drauf machen, damit das Pferdchen auch gesattelt ist. So, kommen wir gleich weiter zum nächsten Feature, und zwar geht es jetzt eigentlich um Spender. Denn jetzt kann man in den Spender Raketen reinpacken, und wie man den Spender richtet, so werden dann auch die Raketen abgefeuert. Entweder machst du sie einfach geradeaus, dass sie so explodieren, das war früher nicht, da hat man sie gezündet und dann gingen sie dann nicht gerade weg, sondern einfach nach oben. Das gleiche Prinzip hier, wenn ich sie nach oben haue, dann geht sie auch nach oben. Hoch, das wird ja gleichzeitig aktiviert, dann kann ich ja den Hebel wegmachen. Also, das heißt, wie man jetzt den Spender macht, so werden die Raketen auch abgefeuert. Ein schönes Feature, was man sich schon lange gewünscht hat. So, kommen wir zum nächsten Feature gleich, und zwar gehen wir ganz einfach mal zu den Rüstungsständern. Denn bei den Rüstungsständern habt ihr jetzt Arme reinbekommen, damit ihr auch auf der alten Version, ja, sag ich mal, Posen machen könnt, wie ihr das Ganze machen wollt. Kleiner Bonus natürlich für die neue Version und euch natürlich dahin zu locken. Ganz einfach gesagt, ihr könnt auf der alten Version nur eine gewisse Anzahl von 16 Rüstungsständer bauen. Auf der neuesten Minecraft-Version könnt ihr unendliche setzen. Das heißt natürlich, hier seid ihr ein bisschen eingeschränkt und müsst natürlich aufpassen, wie ihr euch die ganzen platziert. Aber dafür, dass ihr jetzt solche kleinen Figuren basteln könnt, könnt ihr natürlich auch tolle Statuen basteln. So, kommen wir nun zum nächsten Feature, und zwar einfach habt ihr jetzt die Fähigkeit bekommen, mit Kesseln zu arbeiten. Das heißt, wir fangen hier erstmal mit der ersten Version eines Kessels an. Der sollte natürlich dann mit Wasser gefüllt sein. Und dann nehmt ihr euch einfach mal irgendeine Farbe raus. Wir nehmen jetzt nicht blau, das fällt jetzt nicht so auf. Wir nehmen jetzt einfach mal schönes Magenta und irgendeine Lederrüstung. So, dabei können wir jetzt einfach mal den Farbstoff ins Wasser tun und dadurch färbt sich das Wasser. Ihr könnt natürlich die Farbe auch so ein bisschen verändern. Das heißt dann einfach mal hier, nehmen wir ein bisschen Rot und können das dann hier natürlich noch verfärben. Jetzt nehmt ihr einfach Rüstung und tunkt die da ein und habt sie dadurch gefärbt. Super. Das kannst du natürlich mit der kompletten Rüstung machen. Dabei geht nicht nur Lederrüstung, sondern auch natürlich hier die Lederrüstung vom Pferd kann man natürlich auch nochmal darin färben. So, kommen wir nun zur zweiten Funktion von dem Kessel. Und zwar ganz einfach gesagt, wir haben jetzt einen leeren Kessel und guck mal hier in der Truhe, was uns da erwartet. Und zum einen, müssen wir natürlich hier alles einmal rausnehmen. So, haben wir hier einen Trank. Welchen Trank ihr verwendet, ist ganz euch überlassen. Ich mache ihn hier einfach mal rein. Jetzt ist hier eine Flasche reingesetzt worden, ist natürlich blubbert, das ist jetzt hier einmal Sprungtrank und hat jetzt die Fähigkeit, wenn ihr Pfeile nimmt, die nicht verzaubert sind und da einfach mal die reinhaltet, blub, erhaltet ihr Pfeile. Für eine Flasche erhaltet ihr 16 Pfeile, das könnt ihr euch natürlich ausrechnen, wie viele Flaschen ihr braucht, um dann hier einen ganzen Stick voll zu kriegen. Also eine Flasche, zack, nehmt ihr irgendwelche Pfeile, blub, und dann sind sie verzaubert. Eine neue Funktion, um Pfeile leichter zu verzaubern. Kommen wir zum Ende des Videos, will ich dir noch ein paar kleine weitere Informationen über das Update noch geben, die dazu reingekommen sind, die finde ich nicht so ganz wichtig sind, aber trotzdem sollte man sie erwähnen. Ihr habt nun ein neues Mesher-Paket erhalten, wo die nordische Mythologie drin ist, da wo ihr euch viele Wikinger und sogar eine ganze Map holen könnt. Da würde ich euch sagen, guckt euch das an, denn auf der alten Version kann man sich die Mesher-Pakete auch nochmal kostenlos angucken. Also wenn ihr euch das holen wollt, guckt euch erstmal die Welten an und dann sagt ihr einfach, wie ihr das Ganze findet. Dazu kam auch noch ein Skin-Paket raus, und zwar das Stranger Things. Ach, meine Aussprache ist wieder. Und zwar ist das ein angelehntes Ghostbusters-Skin-Paket. Hier haben wir schon mal eine Figur, wo an der Seite das Logo zu sehen ist, wo wirklich viele Skins enthalten sind und wirklich nur empfehlenswert ist, sich das Ganze zu holen. Auf der neuesten Version besitzen wir dieses auch und das hatten wir damals schon bekommen zu Halloween-Zeiten. Und ich fand das auch eigentlich super und hat auch wirklich viele Skins. Kommen wir nun noch zu einem weiteren Feature, und zwar für alle Minigames-Freunde, die noch nicht auf der neuen Version die neuen Spiele entdeckt haben, sondern immer noch auf der alten Version gerne spielen, können jetzt da viel mehr machen. Wenn wir einmal auf Minigames drücken, haben wir immer noch die Auswahl von Battle, Tumble und Gleiten. Ich würde mal sagen, wir gehen auf Erstellen von einem Battle-Modus.
Auf dem Battle-Modus haben wir jetzt viele mehr Einstellungen. Wir können immer noch online stellen, eigentlich öffentlich stellen oder Freunde nur zulassen oder halt auch nur mit Einladung. Die Karte können wir auswählen, denn natürlich die Spielervariante, Gelegenheitsspieler, Wettbewerb oder dann einfach Benutzer definiert. Das heißt ganz einfach, ihr könnt das Ganze einstellen, dabei geht ihr auf weitere Optionen rauf. Hier habe ich das Ganze jetzt auch nochmal eingestellt, also so, dass wir uns das Ganze anpassen können. Immer noch die Karte auswählen, die Rundendauer können wir jetzt anstellen, wie wir das haben möchten. Die Spielergröße natürlich auch, das Ganze geht bis 16 Spieler. Denn zentraler Spawn können wir einstellen, denn natürlich Leben pro Runde, ihr könnt jetzt auch mehrere Leben haben im Battle-Modus, das heißt natürlich bis hoch auf 10. Dann gibt es noch den Zuschauermodus, den ihr einstellen könnt. Jetzt kann man sich in mehrere Sachen verwandeln. Früher gingen nur Fledermäuse, jetzt gehen natürlich auch Papageien, Plagegeister oder ein Kopf. Ich empfehle euch mal Plagegeist, der ist eigentlich volle fetzig und damit rumzufliegen lohnt sich richtig. So, natürlich hier alle Skins erlauben, das ist extra eine Funktion. Es gibt ja so kleine Skins, große Skins, Skins, wo der Kopf fehlt, Skins, wo irgendwie kaum was da ist, wo einer nur Füße hat. Und daher kann man das einstellen, ob wirklich alle erlaubt sind oder halt nicht. Und dann können Leute die halt nicht mehr nehmen, um diesen Vorteil zu haben, dass mal Rüstung angezeigt wird oder nicht. Das kennt ihr vielleicht. Dann gibt es hier noch weitere kleine Einstellungen, die man sich hier das alles halt einstellen kann. Da muss man sich ein bisschen reinfummeln da, dass man dann am Ende einen tollen Spielmodus hat. So, das war jetzt eigentlich das neueste Update von der alten Version, kann man sagen. Wir waren hier auf der Xbox One. Ich empfehle allen noch, die auf der Xbox sind, geht einfach zur neuen Version, weil ihr habt da wirklich viel mehr Möglichkeiten, auch wenn es darum geht um Minigames. Da ist einfach die Auswahl viel größer. Wir haben das hauptsächlich hier besprochen. Wenn auch Fragen sind zu den Updates, dann einfach ab in die Kommentare damit. Es wurden noch kleine Veränderungen von der Welten immer eingefügt, aber ich fand, das ist jetzt nicht so das Wichtigste. Aber das habe ich euch jetzt gezeigt. Also wenn auch Fragen sind, stell sie mir und dann gucken wir, ob wir da auch eine Antwort für finden. So, ansonsten war es das Ganze hier. Ich begebe mich jetzt wieder zur neuen Version und guck mal, was da noch ist. Da haben wir auch ein Update bekommen. Und wenn da irgendwas ansprechend ist, dann erzähle ich das einfach mal in der nächsten Folge. So, Freunde, dann würde ich sagen, haut rein und tschüss.